Also ist mir doch egal, was da die Meldung ist, bloß 30%, ich nehme das einfach mit. Und jetzt sagst ja du, jetzt muss man eher kaufen. Ja. Ja, das ist jetzt die Frage, kommt das wieder besser? Auch hier, eigentlich würdest du kaufen. Ja, ich denke hier ist bei Falling Wedges ein bisschen, Anführungszeichen, einfacher, weil da ist wirklich am Boden. Während der nächsten Minuten verraten wir dir, weshalb du dich jetzt bei den Luxusaktien umschauen solltest. Dann sprechen Ramon und ich noch über unsere Aktienfavoriten. Und dann haben wir auch noch eine Zuschauerfrage, auf die wir eingehen werden. Aber zuerst, Ramon, wie hast du jetzt die letzten 3 Wochen, was hast du da alles erlebt? Ich war ein paar Tage in den Urlaub gefahren. Nicht mit TUI, sondern mit dem Auto. Ja, mit TUI haben wir im letzten Börsen-Espresso gesprochen. Richtig, die Aktie hat sich recht gut entwickelt und der beste Performer war die Redcare. Die Redcare, vielleicht, ich denke, da wissen nicht alle darüber Bescheid, das tun wir. Ja, gerne. Redcare, ehemals Shop-Apotheke, Online-Apotheke in Deutschland. Ja. Und die können jetzt auch die rezeptpflichtigen Medikamente nach langem Kampf mit dem deutschen Gesetz verkaufen. Und die haben extrem gutes Wachstum gezeigt. Aktie ging 40% hoch. Ja, ich habe jetzt die letzten 3 Wochen durchgearbeitet, aber ich hatte Riesenfreude an Apple. Die hat ja hier diesen Anstieg. Wir haben über diese gesprochen vor vielen Monaten schon hier unten. Die hat einen schönen Anstieg jetzt da mittlerweile gezeigt. Und dann war auch die Roche, auch die hatten wir hier thematisiert. Und jetzt gerade die letzten Tage wirklich ein Booster nach oben. Ja, da kam nochmals News. Die haben jetzt gezeigt, dass sie für das Abnehmen GLP-1 eine Pille entwickeln. Ist zwar nur Phase 1. Vieles geht nicht auf in Phase 1, aber der Markt gibt da doch relativ viel Kredibilität und ja, du kennst ja das. Das ist ja wie immer so nach einer Falling Wedge, das ist ja immer das übliche Muster, da geht die Aktie nach oben und dann wird, weil die Kurse steigen, wird dann jede Nachricht als positiv bewertet. Vorhin hat man nicht hingehört und jetzt erscheint es halt einfach in einem anderen Licht. Ja, und GLP-1 ist für den Moment in der Pharmabranche wie das KI in der Technologiebranche. Eben, also ist mir doch egal, was da die Meldung ist, bloß 30%, ich nehme das einfach mit, muss ich sagen. Ich glaube auch, das Ding ist jetzt gelaufen, mal was so die nächsten Wochen anbetrifft hier. Gehen wir doch zur Swatch Group. Und da war jetzt vor ein paar Tagen diese Meldung in der Market der NZZ, Missmanagement. Ja, ich meine, es ist einfach unglaublich, wenn man die Zahlen anschaut. Der Gewinn halbiert sich. Jetzt ist klar, sagt man Missmanagement. Die Frage ist ja einfach, ist der Konsum einfach so schwach? Ich meine, wir haben ja eben, Kering ist auch Luxus und da kaufen scheinbar auch weniger Leute ein. Ich meine, jetzt, die Aktien haben auch schon einiges verloren. Ich finde es immer interessant, wenn man das anschaut, die Börse reagiert harsch, oder hier. Da denkt man jetzt, deswegen schauen wir uns mal den Kurs an. Wie sieht das aus hier von hier bis hier unten? Das sind hier mehr als ein Jahr eigentlich um -50%. Und das war hier lediglich auch da unten. Und jetzt diese Meldung kommt nach seinem Kurs. Was sagst du dazu? Ja, wie ich gesagt habe, der Gewinn hat sich halbiert. Die Aktie hat sich vorher schon halbiert oder fast halbiert. Und dann kommt dann noch diese Meldung. Offenbar war die Börse da eigentlich gut in der Perzeption. Ja, wie meist an und für sich. Ja. Aber eben, man muss sich schon bewusst sein, eben der Gewinn hat sich wirklich halbiert. Somit dieser Fall am Schluss nicht falsch. Und jetzt sagst ja du, jetzt muss man eher kaufen. Ja. Ja, das ist jetzt die Frage. Kommt das wieder besser? Ja, jetzt haben wir hier wieder so eine Falling Wedge. Wir haben das Gelb hier eingezeichnet. Und das ist üblicherweise das Muster, das einen Bodenbildungsprozess einleitet. Und ich bin da eigentlich sehr zuversichtlich. Bei Tesla überall, immer Roche auch, hat immer funktioniert. Hier haben wir jetzt auch eine Falling Wedge. Es braucht sicher Geduld hier, das muss man sagen. Es ist nicht von heute auf morgen ein Gewinn, den man machen kann. Außer man hat jetzt hier nach diesen Meldungen gerade gekauft hier unten.
Aber ich glaube, dass man da mittelfristig wirklich was rausholen kann. Trotz der Meldung von heute -7% bei den Uhrenexporten. Ja, das ist halt die Volatilität, die du immer hast an solchen Eckpunkten. Hatten wir auch hier oben, oder? Hier oben sah es ja gut aus. Die Meldungen waren gut. Und es ist so, man muss dann kaufen, wenn die Meldungen schlecht sind, und verkaufen, wenn nur noch gute Meldungen kommen. Und immer an Drehpunkten, hier oben auch, hast du große Schwankungen. Und das ist eigentlich üblich. Und darauf muss man halt, das muss man einfach wissen. Und damit muss man umgehen können. Also halt Stück für Stück kaufen, nicht irgendwie eine Riesenposition nehmen, wo man dann die Schwankungen nicht aushält. Das ist ja sicher die Schwierigkeit, auch, klar. Ich meine, generell auch jetzt mal die Frage zu den Zeithorizonten, ist auch so ein Thema. Was denkst du, was würdest du da jetzt vorschlagen? Ja, ich meine, bei so einem Fall muss man sicher eben einen längerfristigen Zeithorizont nehmen. Also ich meine, auch den Chart schon anschaut, dann auch, wie das abläuft. Ich meine, das ist nicht eine Technologieaktie, sondern das ist wirklich Konsum, und das dauert. Aber ich meine, da muss man sicher über Jahre auch denken. Also sicher mal 6 Monate Zeithorizont vor sich haben. Ja, also als Beispiel jetzt auch bei Tesla hatten wir auch so eine Falling Wedge, die war, glaube ich, 4 oder 5 Monate, ja. Hat die sich hingezogen, und dann aber ging es blitzschnell wie üblich und plus 90% in der Zwischenzeit gegenüber Mitte April, wo es ja auch übrigens schlecht ausgesehen hat und genau ähnliche Meldungen gekommen sind, wo man jetzt nichts mehr davon hört. Dann vielleicht noch diese Aktie, hast du auch vorgeschlagen, zum Luxusgüter? Ja, ich meine, ist an und für sich, kennen die meisten. Wir trinken das, starken Alkohol, Bastis, Pernod Ricard, was das alles Bastis gibt. Bastis kenne ich gut. Ja, also da. Und da haben einfach während der Corona-Zeit die Leute, so wie es ausschaut, zu viel gekauft. Und jetzt kaufen sie keinen mehr. Ich glaube nicht, dass man nicht mehr trinkt. Naja. Aber wenn man die Aktie anschaut, auch hier hat sich der Gewinn wirklich halbiert. Ähnliches Muster wie bei Swatch. Jetzt kann man dann wählen, sagt man eher, Uhren kommen wieder oder das Trinken kommt zurück. Schauen wir mal. Aber jetzt auch hier Zeithorizont, ein paar Quartale muss man richtig anrechnen. So. Ich denke, sieht sehr ähnlich aus. Ich meine, ist dann die Frage, ob man Falling Wedge, genau. Genau. Und die Frage ist dann, ob man einfach aufteilt, Teil von dem, Teil von dem. Ja, dann hat man Uhren und Alkohol. Genau. Alles investiert. Gut, hier übrigens auch so ein kräftiger Kursrückgang. Wir sehen es hier im Bild, -43%, also zweifellos viel günstiger als noch vor einiger Zeit. Dann irgendwie so, was mir aufgefallen ist, sehen alle Luxusgüteraktien ähnlich aus, außer Richemont. Wie erklärst du dir das? Die haben noch Schmuck. Schmuck. Also ist meine Interpretation, dieser Bereich ist immer relativ gut gelaufen. Schmuck. Wir wissen, Schmuck für Frauen, wir Männer kaufen den Frauen wieder mal Schmuck. Also das hat sich einfach besser gehalten. Ich meine, die Uhrenverkäufe waren auch schwach bei Richemont. Ja, würdest du denn jetzt Richemont kaufen, weil sie so gut hält, oder würdest du sie nicht kaufen, weil sie nicht korrigiert hat? Ja, ich meine, ich würde eher auf die Falling Wedges gehen, als auf diese Aktie. Ich denke, hier sehe ich jetzt nicht gerade den Ansatz, wieso es nochmals... Eine stabile Aktie ist zwar gut, wenn du sie im Portfolio drin hast und günstig gekauft hast, aber die dann zu kaufen ist ja eher langweilig. Und man braucht eine, die niedergeknüppelt wurde und dann auch wieder Raum nach oben hat. Und richtig. Ich meine, das kann schon auch sein, dass die weiterläuft. Aber also ich finde jetzt, von der jetzigen Situation würde ich eher eine mit dem Falling Wedge nehmen, wie diese hier. Swatch und Berno haben wir gesehen. Dann ist auch die Hermes noch im Rennen. Da haben wir jetzt vergleichsweise wenig verloren jetzt über die letzten Monate. -15%. Also da weiß ich auch, die haben auch Schmuck. Ja, und ist halt einfach noch mehr Luxus wie Luxus. Also ich meine, ist dann wirklich für die oberste Schicht, und so wie es ausschaut, haben die halt länger Geld wie andere. Ich meine, hier könnte man natürlich sagen, ist jetzt in einer Konsolidierung,
kann man sich sicher auch anschauen, aber ist nicht so prägnant wie die anderen. Ist eigentlich immer so dasselbe Muster. Hier genau. So ein Fleck, hier so ein Fleck und das geht immer auf dieselbe Art und Weise weiter. Richtig, dann, richtig. Okay, also auch hier eigentlich würdest du kaufen. Ja, ich denke hier ist bei Falling Wedge ist ein bisschen Anführungszeichen einfacher, weil da ist wirklich am Boden. Hier kann das Flag natürlich noch weiter runter auf 2000, 1900, wie auch immer. Aber kann man sich sicher auch im Auge behalten. Mhm. Ja, also mit den Favoriten, wir haben das letzte Mal Tesla, habe ich genannt, Roche, dann war noch Kering drin. Ich würde jetzt einfach Roche etwas zurücknehmen. Tesla, glaube ich, auch ist im Augenblick erschöpft. Würde ich aber, weil ich dort wirklich eine längerfristige View habe, drin behalten. Wie sieht es denn bei dir aus? Ja, ich meine, ich hatte ja meine Tonys erwähnt. Ja, die behältst du? Die behalte ich, ja. Mhm. Die ist jetzt am Konsolidieren, würde ich jetzt auch sagen, auf diesem Level eher wieder ein Kauf, war bei 7,20, jetzt 6,50. Ich meine... aber da hat es ja 10% verloren und du bist dann noch völlig locker. Völlig relaxed, weil bei mir ist immer so, ich mache Positionsbewirtschaftung. Ja. Also wenn die Aktie steigt und ich sage jetzt, ich habe eine Position von 10% und die Aktie steigt 10%, dann verkaufe ich wieder 1%. Dann habe ich immer noch 10, sonst hätte ich ja 11. Und jetzt konnte ich verkaufen, jetzt kann ich wieder kaufen. Kluges ich glaube weiterhin, dass die Aktie am Schluss hochgeht. Was hast du noch auf deiner Favoritenliste? Ja, da kommen wir noch zur Zuschauerfrage. Das würde ich jetzt anschauen. Ja gut, schauen wir das mal an. Arista, da gab es ja eine Frage, ja, vielleicht kannst du das aufgreifen. Ja, ja ich meine, hatten wir nicht erwähnt, im letzten Mal ist eine Aktie, die wir schon lange verfolgen, hat jetzt auch Neuigkeiten gehabt, Meldung neuer CEO. Mhm. Ich war überrascht, dass da von den Analysten nicht mehr kam, weil ich habe das Gefühl, das ist die absolut perfekte Person. Die war früher bei Hiesstand, als Arista noch Hiesstand hieß und wir in der Schweiz kennen das als der beste Brotlieferant. Der war erfolgreich bis 2019 und hat dann die Firma verlassen und ging zu Lind und Sprüngli und hat jetzt dort noch mehr Erfahrung gesammelt. Und ich meine, Arista hat ja mit Urs Jordi einen CEO und Verwaltungsratspräsident, wurde immer kritisiert, dass er beide Positionen inne hatte. Hat immer gesagt, bis Ende 2024 hat er einen neuen und jetzt hat er das schon bekannt gegeben. Ich denke, dass das längerfristig auf der positiven Seite ist. Vielleicht zur Frage vom Zuschauer, ja, da waren noch diese EM, die positiven Einfluss haben sollte. Da hat sicher das Wetter ein bisschen geschadet. Du bist einfach schief gelegen. Also du hast gesagt, Arista steigt weiter. Ich habe dagegen gehalten. Und es war richtig, weil auch hier hatten die so eine Rising Wedge und der ist also wirklich runtergekommen. Und die Frage war ja, was ist jetzt mit Arista? Ihr habt nichts mehr darüber geschrieben. Genau, aber zu meiner Verteidigung sage ich dir, die Empfehlung kam bei 1,60 und es ging dann auf 1,80 hoch und dank deiner Empfehlung habe ich meine Position da oben um die Hälfte reduziert. Ja, gut, also, dann habe ich Mittagessen ich dir Mittagessen einladen. Und jetzt denke ich schon, eben Wetter hat nicht geholfen für die EM, weil es wurde weniger grilliert. Mhm. Jetzt kommt das Wetter besser. Ich denke, die Aktie wird noch ein bisschen konsolidieren und sobald es dann wieder losgeht, sehen wir die 1,80, 1,85 wieder. Ja, ich muss sagen, ich bin da nicht so optimistisch. Du, wir werden sehen. Also, ihr könnt nachlesen, der Link ist unten in der Beschreibung zu meiner Expertise. Ich schreibe da eine extra jetzt auf den Börsenespresso hin zu Arista und da erkläre ich dann auch, weshalb ich das jetzt nicht so positiv sehe wie du jetzt hier. Und bitte an die Zuschauer, wenn ihr Fragen habt, schreibt es doch direkt unten im Video rein, dann können wir auch sofort Antwort geben. Weder irgendeine Mail zu senden, das macht das Ganze viel komplexer. Ja, das muss man sagen. Also wir kriegen immer wieder Anfragen per E-Mail. Das können wir nicht gut managen. Bitte, bitte, bitte schreibt das unten in die Kommentare rein. Und vielleicht auch vergesst nicht zu liken sowieso und den Kanal zu abonnieren. Da hat es doch wirklich Raum nach oben. Und das hilft dann uns auch, damit andere von diesem Video auch etwas mitkriegen. Gut, das war's für heute. Danke, Ramon. Danke dir fürs Zuschauen.
Wir sehen uns hier auf diesem Kanal in 2-3 Wochen wieder. Gute Zeit und viel Erfolg an den Börsen.